Köszönjük szépen! Dessen Präsident Stefan Ihas Ihnen die besten Grüßen übermittelnd hier in Wörischwar im Haus der Künste auf das Herzlichste begrüßen. Darf ich auch unsere lieben Gäste aus Brasilien hier begrüßen? Es ist uns eine große Freude, dass Sie hierher gekommen seid. Gestern am Abend kamen Sie übermüdet von einer langen Reise aus Deutschland mit dem Bus an, hatten noch Probleme mit dem Bus, ein neuer Bus musste her, aber Sie waren hier, wurden hier ganz freundlich von den Gastfamilien aufgenommen. Und heute früh konnte ich an den Gesichtern der Gastfamilien, aber auch an den Gesichtern der Jugendlichen aus Entre Rios sehen, dass dieses Treffen, dieses Zusammenkommen dieser zwei Generationen, der alten Donauschwaben aus Wörischwar und der jungen Donauschwaben aus Rio Entres, ein echter Erfolg war. Sie fühlten sich wie zu Hause. Und dafür möchte ich hier mich bedanken, dass es so schön geklappt hat. Nun zum offiziellen Teil. Ich möchte die Frau Vizebürgermeisterin, Frau Kimmel, Silvia Maria, hier auf die Bühne bitten, um ihre Eröffnungsrede zu halten. Gern Sie beim Halbbürgermeister. Kedves brazil fiatalok, vendégek, kedves kísérőik, kedves magyar szereplők és
mindenki, aki megjelent itt ezen a várhatóan nagyon-nagyon szép estén. Nagy szeretettel köszöntök. Mindig nagy megtiszteltetés egy városvezetés számára, egy ilyen rendkívüli esemény köszöntésére kérik fel. Rendkívüli, mert nagyon távolról, Brazíliából érkeztek a fiatalok, akik a dunamentis vágok kultúrájának és természetesen Brazília kultúrájának is a képviselői, továbbivői. És most ez alkalmat ad ez a rendezvény, hogy egy picit megismerjük a dunamentis vágok útját, történelmét, amely nem volt mindig könnyű, és amely 1689-ben kezdődött, és talán nyugvópontjára az 1970-es évek elején érkezett. Kezdetben az elnéptelenedett és sivár Magyarországra német ajkú telepesek érkeztek több hullámmal, magukkal hozva számos erényt, szorgalom, kitartás, rendszeretet, felelősségérzet, beilleszkedési készség, takarékosság. Ugye, ha belegondolunk, ezek ma is mennyire fontos erények lennének. És a sivárvidéket Európa éles kamrájává tették. Akkoriból származó mondás, hogy milyen nehéz volt az élet, hogy az elsőknek a halál, a másodikoknak a nyomor, a harmadiknak a kenyér jutott. A dunamentis vábok káváriája pedig igazán a monarchia szétesésével kezdődött, és a II. Világháború idején, 1944-ben csúcsosodott ki. Több éven keresztül tartott az üldöztetés, halál, kényszerkitelepítés, menekülés a Nagy-Magyarország területéről. Elindult a sváb névvándorlás nyugat felé, tehát megtörtént a fordítottja a 250 évvel azelőttinek, amikor a svábok jöttek Magyarországra. Ugye 44 után a svábok települtek ki nyugatra, sőt, távolabb is elkerültek, és ennek során Brazília is otthont nyújtott 2000 új kivándorlónak, felajánlva a tágas, alig lakott területét, az Entrerióst, ahol létrejött a dunamentis vábok zárt közössége, és megismétlődik a történet, csak sokkal rövidebb idő alatt. A legidősebbek átélték a nélkülözést, a kiüzetéssel járó kínokat, a kemény betörést, a kezdeti sok-sok sikertelenséget. A második generáció megismerte a nélkülözést, de helytállt optimistán, kitartóan, a hagyományoknak megfelelően. Ennek eredményeként ezt olvastam egyébként, hogy a Entrerióst svábok adják Brazília búza termelésének 10%-át modern paraszti gazdaságokban. És elérkeztünk a harmadik generációhoz, amely ti vagytok. Ti vagytok a jövő. Nektek adatott meg az, hogy őseitek kultúráját megőrizzétek, ápoljátok és tovább vigyétek. Nektek jutott örökül ez, hogy megőrizzétek a régi szokásokat, és kötődjetek a dunai sváb német kultúrához. Természetesen a befogadó haza értékeinek megőrzése, továbbítása csak gazdagítja ezt a kultúrát. Nagyon reméljük, hogy jól érzitek itt magatokat közöttünk. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és szeretettel várjuk műsorotokat. Meine Damen und Herren, ich versuche das Ganze jetzt in Kurzfassung auf Deutsch zu bringen. Mein Ungarisch ist zwar etwas schlecht, etwas ist ein bisschen untertrieben, aber ich versuche es trotzdem. Liebe brasilianische Gäste, ungarische Zuseher, alle lieben. Es ist eine große Ehre für die Stadt Vereshvar, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie hierher
gekommen sind, um uns die donauschwäbische Kultur, wie sie in Brasilien gezeigt wird, näher zu bringen. 1689 begann der Weg der Donauschwaben entlang der Donau in die heutigen Länder Serbien, Kroatien, Rumänien, Ungarn natürlich auch. Ja. Und dort hatten sie mit dem typischen deutschen Fleiß, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Sauberkeit, hatten sie dort eine blühende Kultur aufgebaut. Es gibt ein geflügeltes Sprichwort in den Kreisen der Donauschwaben: dem ersten die Tod, der Tod, dem zweiten die Not und die dritte Generation das Brot. Dieser Weg führte dann in das uns alle bekannte traurige Ende. 1944 begann die Verschleppung der Donauschwaben in die russischen Zwangslager. 1946 begann hier in Ungarn die Vertreibung der Donauschwaben aus ihren angestammten Gegenden. In der Zwischenzeit wurden in Jugoslawien, in dem damaligen Jugoslawien, in den Todeslagern Tausende der Donauschwaben zu Tode gebracht. Diese donauschwäbische Kalvarie ging dann weiter. Die Leute wurden nach Deutschland vertrieben. 1948 gab es noch eine Vertreibung der Donauschwaben aus Ungarn in die damalige sowjetbesetzte Zone, der späteren DDR. Und überall, wo sie waren, begannen sie wieder von vorne mit ihrem Fleiß, ihrem Mut, ihrer Durchhaltekraft aufzubauen. Und so auch die Donauschwaben, die nach 1950 nach Brasilien kamen, dort in den Urwald kamen, den Urwald rodeten und dort mit ihrem Fleiß, mit ihrer Ausdauer und ihrer Fleißigkeit ein kleines Wirtschaftswunder vollbrachten. Ein Wirtschaftswunder, das heute noch anhält, mit einer sehr fantastischen Agrarkultur. Für mich etwas Fantastisches noch: sie bauen dort Malz und Hefe an für die Brauereien in Brasilien. Ganz Brasilien bezieht aus Rio Entes die Grundmaterialien für ein nach deutschem Reinheitsgebot gebrauten Bier. Und ich als Biertrinker finde das einfach fantastisch. Diese Gegend, Dorf kann man nicht sagen, weil dieses Rio Entes besteht aus 5 Dörfern, haben dort etwas vollbracht, an denen wir uns ein Beispiel nehmen könnten hier. Und zwar, die Jüngsten der Donauschwaben werden dort in der Schule im echten Schwabisch Unterricht. Und Sie werden später dann meine Kollegin aus Rio Entres hören, wenn sie anfängt, das Programm zu moderieren, ich hoffe, in typisch echten Schwabisch. Zum Schluss möchte ich noch einmal ausdrücken mit den Worten der Frau Vizebürgermeisterin, wie stolz Sie sind, dass Sie hier sind, wie froh Sie sind, dass Sie bei den Familien Unterkunft gefunden haben, dass Sie dort auch Anschluss gefunden haben. Und ich glaube, dass auch ein bisschen Kontakt über den großen, weiten Meer zwischen Rio Entres und Pilisch-Werisch-War doch auch bleiben wird, entstehen wird. Und wer weiß, vielleicht sehen wir der eine oder andere dieser jungen Menschen wieder einmal hier, wenn sie rüberkommen in die alte Heimat. Ich danke Ihnen, dass Sie hier seid, und ich danke den Damen und Herren im Publikum, dass Sie heute unser Programm verfolgen, und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Danke vielmals. Und als ersten Programmpunkt nach den 2 Stücken der Schwabenkraftkapelle, die uns musikalisch empfangen haben,
Diese Schwabengrafkapelle, ein typisch verischwares Pflanzerl, besteht erst seit ein paar Jahren und ich hoffe, diese Pflanze wird größer, größer, stärker und stärker werden. Und jetzt kommt für mich bereits ein Highlight, ein Höhepunkt dieses Tages und ich bitte die zwei Schwestern Silvia und Juliane Mirk auf die Bühne. Diese beiden Schwestern, wo sind sie denn? Sie kommen schon. Diese beiden Schwestern bringen Ihnen Lieder im echten schwäbischen Mundart. Verischwar ist stolz auf Sie. Wir vom Landesrat sind stolz, dass Sie bei uns bei den Singwochen immer teilnehmen und wir können von Ihnen auch immer wieder etwas Neues lernen. Liebe Silvia, liebe Julia, die Bühne gehört euch. Ich bin einmal spazieren gegangen, gegangen, wohl im Nimmerwald in aller Höhe. Ich bin einmal spazieren gegangen, gegangen, wohl im Nimmerwald in aller Höhe. Dort hab ich mir eins Eiselein gefangen, gefangen, wohl im Nimmerwald in aller Höhe. Dort hab ich mir eins Eiselein gefangen, gefangen, wohl im Nimmerwald. Eiselein nach Haus, und sperrt es in ein Vogelhaus. Ich nahm das Eiselein nach Haus, und sperrt es in ein Vogelhaus. Mein Eiselein nach wollt ja gar nicht singen, nicht pfeifen. Er schaut mich immer traurig an. Mein Eiselein das wollt ja gar nicht singen, nicht pfeifen. Er schaut mich immer traurig. Ei, Zeislein, warum singst du nicht in dem schönen Vogelhaus? Ei, Zeislein, warum singst du nicht in dem schönen Vogelhaus? Weil alle Tierlein ich allein muss traurig sein, weil alle Tierlein tun sich unterhalten, unterhalten. Nur ich allein muss traurig sein. Alani, Alani, bei der Nacht, die Ohren.
weil ich happy nach dir, weil ich happy nach dir, jo, weil, jo, weil ich happy nach dir, weil ich happy nach dir. Tanzgruppe aus Bärischwar auf die Bühne zu bitten oder auf die Tanzfläche. Und gleichzeitig möchte ich Ihren Choreografen, Herrn Josef Wenzel, begrüßen und danken, dass er hierher gekommen ist. Und anschließend daran, an diesen Auftritt der Tanzgruppe, möchte ich die Kapelle noch um zwei Stücke bitten und dann kommt der ersehnte große Auftritt unserer Gäste. Danke vielmals.